Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wieder ein mega Jugendfeuerwerk-Vergleich. Wo wollte ich heute alles einkaufen? Oder gestern war ich ja einkaufen. Und zwar einmal bei Norma. Habe ich mir das zweimal Alien Class, zweimal Light My Fire. Ich habe hier schon alles ausgepackt. Und klar, Hundehaufen natürlich auch wieder dabei. Der gute Snoopy nenne ich ihn diesmal. Dann hier solche Nico. Bengallichter habe ich mir noch geholt, auch sehr, sehr schön. In Rot, Grün, Blau und Gelb. Dann die Leslie Luftpfeifer habe ich noch bei Norma entdeckt. Und das ist von Rofu Kinderland. Das ist einmal Crackling Big Weko und einmal Dicke Brummer, auch ebenfalls von Weko. Das ist hier noch von Norma, Crazy Kraut, 1,99. Sieht aus wie so ein kleines Tütchen hier. Ist Knister oder Crackling. Auch sehr, sehr schön. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, ganz spontan wieder. Ich würde sagen, wir fangen an mit Crazy Kraut. So, jetzt wieder einzeln und dann so einen kleinen Kreis. Muss ich sagen, ganz nett das Teil, ein bisschen Crackling, ein bisschen Farbe, echt richtig nice. So, weiter geht's. Und zwar nehmen wir jetzt mal die dicken Brummer. Kreis wieder und einmal einzeln. Ja, das war doch schon mal nicht schlecht. Also die drehen sich richtig, richtig gut. So soll es auch sein. Machen wir mal weiter, und zwar gibt es jetzt die Crackling Bit. Die hatte ich ja schon mal einzeln gezündet, auch so ein Shorts-Video bei YouTube. Sind eigentlich recht gut, haben richtig schönen, ja, so eine Art Knistern, Knallen. Ist echt richtig nice. Einmal einzeln und dann wieder so ein Kreis. Ah, der wollte nicht, müssen wir mal nachhelfen. So, und jetzt wieder den kompletten Kreis. Ich bin immer wieder erstaunt von den Dingern. Ich habe die nämlich vor kurzem das erste Mal gezündet. Also richtig, richtig empfehlenswert, die Teile. So, jetzt geht's weiter mit dem Hundehaufen. Mit dem Snoopy. Mal sehen, was er kann. Mein Gott, richtig krass. Schaut euch das an. Das ist mal ein richtig biologischer Hundehaufen. Mega krass. Ich bin immer wieder begeistert von diesem Feuerwerk. Das ist einfach richtig, richtig spaßiges Zeugs. So, jetzt würde ich sagen, fangen wir mal an mit diesen schönen Bengalen. Bengalfackel von Nico in Rot. Thank you.
muss ich echt sagen, richtig schöne lange Renndauer. Echt richtig, richtig krass. Von der Helligkeit, ihr seht es ja selbst, das ist jetzt nicht so krass hell. Aber für F1 und die Renndauer kann man es durchaus mal mitnehmen. Wirklich schön. So, jetzt machen wir noch einen in Grün und dann gibt es Blau und Gelb gleichzeitig. Schöne Teile, kann man sogar in der Hand halten. Also von den Handschuhen merke ich zwar nicht, dass es warm wird, aber ist hier F1, die Füllung ist hier im Prinzip nur oben drin, kann man das schon mal machen. Das ist ja echt eine richtig lange Brenndauer, also wirklich, ich schätze mal 60 Sekunden brennt das Teil. Echt krass. Jetzt geht's weiter wie versprochen, jetzt geht's Bengalfackel Blau und Gelb zeitgleich. Also jetzt Bengalfackel Nico Gelb und Blau. Echt schöne Teile, ihr habt sie gesehen. Top Brenndauer, ca. 60 Sekunden. Das ist F1 Jugendfeuerwerk, ist halt ganzjährig. Und dafür ist es wirklich erstaunlich gut, wirklich. So, jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Leslie Luftpfeifer. Machen wir erstmal einen einzeln. Ja, recht kurz würde ich sagen, ist halt nichts Besonderes, aber da kostet auch die Tüte nur mit den ganzen Dingern hier 1,99 €, also was will man da erwarten. So, und jetzt wie immer einen schönen Kreis, sieht echt mega aus mit den Stielen. So, hoffentlich gehen sie alle an. Wie ihr es gehört habt und gesehen habt, sind alle angegangen. Ich bin immer überrascht, wie gut das funktioniert mit diesem Kreis. Jetzt kommen wir zu den Sortimenten. Und zwar einmal ist hier noch das Alien Class, das sind diese Artikel hier links. Und einmal, jetzt muss ich selbst nachgucken, wie das Ding heißt nochmal. Light My Fire heißt das Teil. Das sind diese Vulkane hier auf der Seite. So, fangen wir an. Wir schießen es immer doppelt. Ich habe hier zwei Sortimente gekauft, also einmal Magical. Weiter geht es mit dem Pyro Head.
dann würde ich sagen, machen wir hier solche runden Fontänen. Ballroom Balls. Auch wieder zwei Stück. Weiter geht es mit dem Stars and Cards. Hier diese viereckigen Fontänen, zweimal Fire Dice. Jetzt haben wir hier zweimal Rings of Fire. Und wir kommen zum Ende von diesem einen Sortiment. Illusion Fountain habe ich hier noch zweimal. Jetzt das so beliebte Alien-Class-Sortiment. Jetzt zweimal die Space Fountain. Machen wir weiter mit dem Sky Robots. Zwei Fontänen. Oh, das waren richtig, richtig schöne Fontänen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ihr habt sie gesehen, so leichtes, schönes Gold. Weiter geht es, was haben wir hier noch? Future Sky Fontänen. So, hier starten wir gleich mal mit drei Fontänen, wenn ich sie jetzt ankriege. Richtig, richtig schön, auch für die Größe wunderbar. Jetzt wollen wir mal sehen, wie viel dieser 10er Brenner, wie viel Artikel er angezündet bekommt. Das sind wir noch übrig geblieben. Drei Stück haben wir noch.
neigt sich leider dem Ende zu, aber ich habe hier noch ein paar schöne Artikel. Zweimal die Hypnotical-Fontäne und sechsmal den Crackling-Vulkan, Cyber-Crackling. Fangen wir mal an mit Hypnotical. Hypnotical, ja. Jetzt die letzten Fontänen, Cybercrackling, die kann ich gleich hier an dieser Stelle zünden. Da machen wir mal einen, dann zwei und dann zum Schluss drei Stück. So, einer, Cybercrackling. Richtig rausgespuckt, rausgerotzt der Vulkan. So, jetzt zwei Stück. So, und jetzt die letzten drei Stück. Mal so ein Zwischenfazit zum Cicena Brenner, den ich die ganze Zeit benutze. Echt teuer, 24,95, aber er ist echt das Geld wert. Leider ein bisschen groß, ihr habt es gemerkt, man kann die Produkte halt ziemlich schwer greifen. Das war es jetzt schon wieder von meinem zweiten Mega-Jugendfeuerwerk-Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seht es ja selbst, es ist ein bisschen frostig. Ich habe mir auch die Handschuhe richtig schön angepasst. Die sind ja vom Teddy, die Handschuhe. Ich habe mir die Fingerkuppen abgeschnitten. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einfach Spaß bei dieser Tour. Und schreibt einfach mal in die Kommentare rein. Ich meine, mir macht Jugendfeuerwerk richtig, richtig Spaß. Ich bin richtig süchtig jetzt danach. Und weil es halt wirklich so gut ankommt, zünde ich auch gerne weitere Jugendfeuerwerk-Folgen für euch. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr weiter solche Folgen sehen wollt. Also mit Jugendfeuerwerk oder halt nicht.